Seit Tagen kämpfen Feuerwehrleute in der Türkei gegen zahlreiche Brände im Westen des Landes. Nach Angaben des Katastrophenschutzes sind in der vergangenen Woche mehr als 131 Waldbrände ausgebrochen. Die meisten konnten inzwischen unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer nahe der Küstenmetropole Izmir konnte mit Hilfe von Löschflugzeugen zurückgedrängt werden. Mehrere tausend Menschen wurden aus den betroffenen Gebieten evakuiert. Es gibt jedoch keine Berichte über Opfer.